Maria Vasilacu hat die Wiener Grünen zum ersten Mal in die Regierung geführt. Nun musste sie einen Abgeordneten gegen jede Menge Probleme eintauschen. Sie haben 2013 gesagt, so eine Koalition hat nur eine Chance, wenn die Partner gemeinsam konkrete Reformen fixieren und umsetzen, wenn sich die Akteure an der Spitze vollends vertrauen und wenn sie in ihren Parteien vollen Rückhalt genießen. Nach ihren eigenen Maßstäben ist Rot-Grün gescheitert. Nach meinen Maßstäben ist auf alle Fälle die Koalition, so wie ich partnerschaftliches Handeln verstehe, auch tatsächlich von der SPÖ zu Grabe getragen worden vor einer Woche. Was bleibt natürlich, ist die Arbeit und sie muss geleistet werden bis zur nächsten Wahl. Vertrauen Sie Michael Häupl zu 100%? Das ist jetzt eine gute Frage. Also ich finde, 100%iges Vertrauen ist grundsätzlich etwas, was man sehr selten im Leben erreichen kann und sich auch erarbeiten kann. Aber es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass die Vertrauensbasis nicht angeknackst ist. Leider, wenn es um Machtfragen geht, ist die SPÖ praktisch bereit, wirklich ohne jeden Skrupel zu agieren. Und hier ist sehr viel Porzellan zerschlagen worden, mit dem Ergebnis, dass wir konfrontiert wurden mit einer Handlungsweise, die innerhalb einer Koalition schlicht und ergreifend nicht zu tolerieren ist. Aber wenn das so ist, wenn, wie Sie sagen, die SPÖ unehrlich ist, wenn das nicht zu tolerieren ist, wenn die SPÖ Ihnen einen Abgeordneten stibitzt, warum bleiben Sie denn dann in dieser Koalition? Warum tun Sie sich das dann denn noch ein halbes Jahr an? Weil sich nichts ändert, wenn ich jetzt einfach alles aufgebe, hinschmeiße und sage, das war's, ich höre auf. Der Wahltermin ist mit 11. Oktober festgelegt und würden die Grünen ihre Arbeit einstellen, würde das bedeuten, dass wir die Stadt mehr oder weniger einer machtrauschigen SPÖ allein überantworten. Was man nämlich nicht weiß, ist, dass die SPÖ ja seit Freitag vor einer Woche inzwischen 50 Abgeordnete hat. Das heißt, sie hat eine sehr bequeme Sperrminorität, sagen wir so, im Wiener Landtag. Das heißt, sie kann Entscheidungen, die ihr nicht zu Gesicht stehen, sehr bequem blockieren. Und das heißt wiederum, dass, wie gesagt, die SPÖ schlussendlich in einer Art Pseudo-Alleinregierung alle Entscheidungen treffen würde bis Oktober. Aber es gibt noch zwei Landtage vor dem Sommer, 5 Gemeinderatssitzungen. Was soll denn da noch so Wichtiges beschlossen werden, dass man nicht sagen kann, gut, lassen wir es bleiben, treten wir vor den Wähler, der soll das klären und dann machen wir einen Neustart. Schauen Sie, ich gebe Ihnen nur ein einziges Beispiel. Die Marie-Hilfer-Straße ist noch mitten in der Umbauphase. Aber die ist beschlossen. Was will man da denn noch? Die ist beschlossen im Hinblick darauf, dass die Pflastersteine dorthin kommen. Also die Neugestaltung ist beschlossen. Was dort darauf geschieht, ist natürlich veränderbar. Und was ich nicht möchte zum Beispiel, ist, dass die Marie-Hilfer-Straße plötzlich wieder in eine Art Parkplatz umgewandelt wird. Ich möchte nicht, dass die Autos auf die Marie-Hilfer-Straße zurückkommen. Um Ihnen jetzt nur ein einziges Beispiel dessen zu geben, was den Unterschied ausmacht, ob die Grünen jetzt in der Regierung sind oder nicht sind. Aber kann es nicht auch so sein, dass die Marie-Hilfer-Straße einfach im Juli eröffnet wird und Sie wollen sich diesen für Sie wahrscheinlich nicht unwichtigen Termin nicht wegnehmen lassen? Nun, seien wir uns ehrlich, natürlich wäre es mir eine Freude, die Marie-Hilfer-Straße zu eröffnen im Juli, aber das kann doch kein Grund sein, ob man eine Regierungsarbeit fortsetzt oder nicht. Haben sich die Grünen verkalkuliert, dass sie dachten, dass die SPÖ die Änderung des Wahlrechts einfach so hinnimmt? Auf alle Fälle wollten wir lange nicht wirklich daran glauben, dass hier nicht ehrlich verhandelt wird. Wir haben schon geargwöhnt nach dem zweiten Jahr fruchtloser Verhandlungen, dass hier unter Umständen jede Menge Verhandlungstaktik an den Tag gelegt wird und kein wirkliches Interesse an einer Einigung besteht. Aber man will es nicht wirklich glauben. Manchmal ist man in der Politik doch auch Mensch. Ich meine auch, das ist jetzt geschehen. Wir haben darüber auch in den letzten zwei Wochen intensiv debattiert. Wir werden die SPÖ nicht ändern. Wir werden hier keine Tugend einhauchen, wir kriegen keine bessere SPÖ. Jetzt noch zu reden von Verhandlungen und von Angeboten ist wirklich nur meine Verhöhnung. Eine Verhöhnung übrigens des Landtags in erster Linie, wodurch jeder weiß, dass sie jetzt mit ihren 50 Stimmen, wie gesagt, alles blockieren können, was ihnen nicht zu Gesicht steht. Und ich bin sehr dafür. Wir hören auf mit diesem Getue, dass stößt Menschen vor den Kopf. Das heißt, es wird keinen Kompromiss zum Wahlrecht. Welchen Kompromiss denn? Ich sage einfach, bringen wir es hinter uns. Lasst uns bitte aufhören mit diesem peinlichen Affenzirkus. Lasst uns unsere Arbeit machen bis zum Wahltag. Es gibt genug zu tun.
Am Wahltag werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden, wie sie wollen, dass die Stadt weiterregiert wird. Mein Angebot ist ein ganz ein klares. Ich stehe für eine Demokratisierung unseres Wahlrechts. Wie glaubwürdig ist denn dieses Versprechen, zu sagen, Sie stehen für Demokratisierung, wenn Sie jetzt 5 Jahre die Chance hatten, das umzusetzen und es nicht geschafft haben? Warum sollten Ihnen denn Wähler glauben, dass Sie das die nächsten 5 Jahre denn schaffen? Denn die Wählerinnen und Wähler, die absolut, wie gesagt, ja, die empört, ja, zugeschaut haben, welches Schauspiel die SPÖ geboten hat in den letzten Wochen und vor allem auch, wie gesagt, in den vergangenen Tagen. Und die einfach der Meinung sind, so etwas tut man nicht. Es gibt schon auch so etwas wie moralische Grenzen. Ja, für mich ist es und bleibt es mein Vorhaben, das Wahlrecht zu ändern. Und natürlich ausgestattet mit den Erfahrungen von jetzt, werde ich dafür sorgen, dass es gleich zu Beginn der nächsten Legislaturperiode erledigt wird. Also noch einmal natürlich. Das haben Sie ja vor der letzten Mal auch schon versprochen. Naja, aber jetzt bin ich gescheiter, wissen Sie. Das ist der Unterschied. Hinterher ist man immer gescheiter. Also, daher sage ich aber einmal. Wie würden Sie das denn jetzt anders machen als beim letzten Mal? Auch beim letzten Mal haben Sie sogar per Notariatsakt versprochen, sofort nach der Wahl wird das allererste Beschluss gleich das Wahlrecht gemacht. Gut, und dann ist 5 Jahre nichts gut, passiert. Das ist aber jetzt insofern relativ einfach erklärt. Wie ich vorhin auch erläutert habe, wir haben ja im Regierungsübereinkommen festgehalten, wir werden verhandeln und werden einen Kompromiss gemeinsam suchen und finden. Und wir konnten dann tatsächlich 4 Jahre lang nicht glauben, dass die SPÖ nicht an einen Kompromiss interessiert ist. Als wir es akzeptiert haben, wirklich zur Kenntnis genommen haben, dass hier nicht ernsthaft verhandelt wird, kam es ja auch zur Eskalation der letzten Wochen. Das heißt, Sie werden nach der Wahl die Geschäftsordnung des Landtages ändern, wenn das nötig ist, und jedenfalls mit ÖVP und FPÖ, wenn die dabei sind, das Wahlrecht noch vor Koalitionsverhandlungen sind. Unmittelbar, wenn nach der Wahl eine Mehrheit des Wiener Landtags da ist, die tatsächlich ein neues Wahlrecht auch anstrebt, wird diese Abstimmung zu führen sein. In der ersten Sitzung. Und ich gehe davon aus, dass es die erste ist, weil warum soll es die zweite, warum soll es die dritte sein?